Seit zwei Wochen haben sich in Köln am Rudolfsplatz Aktivisten in einem improvisierten Aktionscamp zusammengefunden, um auf die sozialen Missstände in Deutschland aufmerksam zu machen. Sie demonstrieren gegen Rassismus und fordern mehr Demokratie. Die Initiatoren haben sich für diese Art der Demonstration entschieden. Weil in verschiedenen Ländern, das beste Beispiel dafür ist Spanien, haben sich genau solche Protestcamps gebildet. Und dann dachten wir uns, wir machen dasselbe hier, wir bringen den Protest auch nach Deutschland und weisen auf die sozialen Probleme hin. Die Bewohner des Zeltlagers fordern darüber hinaus eine Abschaffung der Atomenergie, ein Ende der Diskriminierung und mehr Solidarität zu anderen Ländern. Die Kölner Bevölkerung ist geteilter Meinung. Also ich finde das alles total klasse, auch die Meinung, die die hier haben. Und wenn ich dazugehören würde, ich würde mich da auch hinsetzen und das bis zum Ende durchziehen. Also ich finde, das ist eine absolute Frechheit hier. Ja, die verschanden uns die Juteplatz in Köln. Das sollte ganz schnell abgebaut werden von der Polizei. Das ist meine Meinung. Ich will mich auseinandersetzen, aber das ist ja keine Auseinandersetzung. Das ist da eine Verarschung der Leute, was da draufsteht. Das 24 Stunden am Tag besetzte Camp wird nicht von allen Domstädtlern begrüßt. Die Protestler müssen jede Nacht mit gewalttätigen Übergriffen rechnen. Deshalb wurden nun schon freiwillige Nachtwachen organisiert. Also vorgestern hat ein Transparent gebrannt, das hier angeflammt worden ist, wo wir vermuten, dass es aus der rechten Szene irgendwelche Übergriffe waren. Die Aktivisten wollen so lange unter freiem Himmel übernachten, bis sie ihr Ziel eines besseren Deutschlands erreicht haben.